Einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks beibringen, wie ihr den Taschenrechner TI-82 STATS im Unterricht gleich noch etwas geschickter einsetzen könnt. Ich schalte dazu das Gerät einfach mal ein und gebe einen einfachen Befehl ein, sagen wir mal 2 plus 3, und das Ergebnis ist wenig überraschend 5. Natürlich sind die meisten Rechnungen komplizierter, aber in diesem Beispiel kann ich schön zeigen, was passiert, wenn ich einfach diesen gleichen Befehl nochmal nehmen möchte, nur leicht verändert. Dazu tippe ich die Taste Second und dann Enter, das Ganze heißt dann Entry, und dann wird der letzte Befehl wieder angezeigt. Und ich kann zum Beispiel aus der 3 eine 4 machen und erhalte ein neues Ergebnis. Dabei wissen erfahrungsgemäß die meisten von euch, wie man eine Zahl löscht. Das geht mit der Taste Delete. Aber viele wissen nicht, wie man eine Zahl einfügen kann oder eine zusätzliche Stelle einfügen kann. Das geht ganz einfach mit Second Delete. Da steht INS. Das heißt Insert, einfügen. Ich zeige das mal kurz. Second Enter. Und jetzt mache ich einfach mal aus der 2 eine 12. Gehe nach links mit dem Cursor. Second Delete. Füge eine 1 ein. Und schon habe ich 12 plus 4. Es kann aber auch sein, dass ich mit dem zuletzt angezeigten Wert einfach weiterrechnen möchte. Der ist gespeichert unter ANS. Das steht für Answer, Antwort. Also wenn ich zum Beispiel die Wurzel aus dem ziehen möchte, was gerade angezeigt wird, dann rufe ich entsprechend den Wurzelbefehl auf und dann Second und das Vorzeichen Minus für Answer und kann Enter drücken. Darüber hinaus hat der Taschenrechner 26 Speicherplätze, die unter den Buchstaben A bis Z zur Verfügung stehen. Wenn ich also etwa den angezeigten Wert, in diesem Fall 4, speichern möchte, tippe ich die Taste Store, die ist direkt über der On-Taste, dann Alpha, um einen Buchstaben auszuwählen, und sagen wir mal den Buchstaben A und drücke Enter. Und jetzt ist der Wert 4 in diesem Fall unter dem Buchstaben A gespeichert. Das heißt also, ich kann damit weiterrechnen. Sagen wir mal, ich will es einfach verdoppeln. Dann kann ich sagen 2 mal A, also 2 mal, jetzt muss ich wieder die Alpha-Taste drücken, Alpha, A, Enter. Und man sieht, man kann damit weiterrechnen. Zwei Hinweise seien mir dazu noch gestattet. Zum einen würde ich mir bei einer Rechnung im Heft auch immer dazu schreiben, wenn ich irgendwo etwas einspeichere. Und zum anderen sind alle Speicherplätze global. Das heißt, sollte ich ein Programm benutzen, wie zum Beispiel auch ein dummes Spiel oder ein ernstes Programm, und in dem Programm wird die Variable A belegt, dann wird der alte Wert im Taschenrechner komplett überschrieben. Das heißt, ich kann 26 Zahlen in dem Taschenrechner speichern und damit weiterarbeiten. Nein, ich kann noch viel mehr speichern. Manchmal lohnt es sich auch, eine ganze Messreihe gleich in den Taschenrechner einzugeben. Dazu bietet der Taschenrechner die sehr eleganten Listenbefehle an. Aufrufen kann ich das Ganze mit der Taste STAT. Und dann kann ich hier ausrufen entweder EDIT für Editieren, neu erstellen, CALCULATE für damit rechnen und TEST machen wir hier an dieser Stelle nicht. Ich will mal einfach eine neue Liste erstellen, also EDIT, tippe ENTER. Oh, da ist ja schon was drin. Ja, von meiner letzten Rechnung. Dann lösche ich das doch einfach mal erst, dann kann ich auch gleich zeigen, wie das funktioniert. Ich gehe nach oben auf Liste 1, tippe Clear und Enter und schon ist die Liste leer. Liste 2 mache ich auch mal leer, sieht schöner aus. Nun kann ich dort Werte eintragen, die zum Beispiel aus einer Messreihe sich ergeben oder verschiedene Zahlen. Ich mache mir das Ganze mal einfach, ich nehme einfach nur die Werte 2, 3, 4, 5, immer mit Enter. Und dann ist das Ganze in der Liste eingespeichert und verlasse diesen Bereich wieder mit Second Mode, also der Quit-Funktion. Ich kann die Liste aufrufen mit der Taste Second 1, da steht dann L1 drüber. Second 1 und dann zeigt er mir das mit so einer Mengenklammer an. Wenn die Liste länger ist als die Zeile, kann ich mit dem Cursor nach rechts oder links scrollen. Und jetzt kann ich ganz prima mit diesen Listen rechnen. Zum Beispiel kann ich eine Liste erstellen, wo die ganzen Quadratzahlen von den Werten in der Liste einstehen. Dazu gebe ich ein Liste 1, also Second 1, dann zum Quadrat und das Ganze wieder speichern, wieder die Store-Taste und dann sagen wir mal in Liste 2, Second 2. Enter, dann schreibt das Ganze wieder als Mengenklammer und möchte ich das gerne als Liste sehen, dann tippe ich wieder die Taste Stat, gehe wieder auf Edit, sind in der Liste 2 die Quadratzahlen zu sehen. Und ich kann es natürlich auch verändern. Wenn ich da nicht die 25, sondern eine 24 haben möchte, ist das auch kein Ding. Dieses Rechnen mit Listen, das kann sehr, sehr zeitsparend sein, wenn ich zum Beispiel viele Werte habe, mit denen ich immer wieder die gleiche Rechnung durchführen möchte. Kann auch zum Beispiel in der Stochastik gut eingesetzt werden. Meine Stochastik allerdings möchte man zum Beispiel auch gerne haben, dass alle Elemente, die in einer Liste sind, aufsummiert werden. Ich gehe nochmal ins Hauptmenü.
Das funktioniert jetzt unter SecondStat. Da steht List SecondStat. Dann muss ich noch zweimal nach rechts gehen auf Math. Und dann finde ich zum Beispiel unter Sum den Befehl für Summe. Zack, tippe hier ein Liste L1. Klammer zu, kann ich machen, muss ich aber nicht. Enter und erhalte die Summe aller Listenelemente. Den meisten ist sofort aufgefallen, dass unter Listbefehl eine ganze Menge Sachen sind, nicht nur der Summbefehl. Ich rufe das Menü nochmal auf, also Second Start List, gehe mal nach rechts auf Math und dann sieht man zum Beispiel unter erstens Min, unter zweitens Max, also der kleinste und der größte Wert. Das dritte ist der Mittelwert, Mean heißt das auf Englisch. Der Medianwert ist der Wert, der in der Mitte steht, Summe, Produkt aller Listenelemente und so weiter. Also ich gebe beispielsweise mal den Mittelwert hier ein. Mittelwert von Liste L1 ist 3,5. Als letzten und kompliziertesten Befehl der Einführungsrunde möchte ich euch noch zeigen, dass der Taschenrechner auch automatisch Listen erstellen kann. Das geht wieder unter SecondStat. Jetzt gehe ich aber nur einmal nach rechts auf OPS und dort gibt es unter 5 den Befehl SEQ, das steht für das englische Sequence, Liste erstellen. Dann will er als erstes den Term haben, mit der er die einzelnen Listenelemente berechnen kann. Sagen wir mal, ich will die Quadratzahlen haben, x Quadrat und nochmal 5 dazu, plus 5. Dann kommt das Komma, das ist aber dieses Komma über der 7. Dann möchte er wissen, wie die Variable heißt, mit der er rechnen soll, die habe ich x genannt. Das ist am einfachsten, weil das auf dieser Taste hier liegt. Dann möchte er den Startwert wissen. Sagen wir mal, Startwert ist 2. Dann möchte er den Endwert wissen. Alles durch Komma getrennt ist, was weiß ich, 5. Und die Schrittweite. Sagen wir mal 0,5. In 0,5er Schritten soll er rechnen. Mache ich die Klammer zu. Und dann möchte ich das vielleicht auch in einer Liste gespeichert haben. Sagen wir mal in der Liste 3. Second 3 und davor die Store-Taste. Enter. Und schwuppdiwupp habe ich die entsprechenden Werte in der Liste 3 und kann sie mir wieder mit StatEdit angucken. Das kann sehr praktisch sein, zum Beispiel zum Berechnen von kompletten Binomialverteilungen. So, an Rechenbefehlen soll es damit das erstmal gewesen sein. Ich möchte noch zu guter Letzt auf die Mode-Taste hinweisen, bei der die Einstellungen des Taschenrechners verändert werden können. Ich tippe sie mal, dann kommt ein Menü und das erkläre ich ganz kurz ein bisschen. Ganz oben gefragt, ob er die Zahlen normal anzeigen soll oder in einer wissenschaftlichen oder noch einer anderen Schreibweise. Das lassen wir lieber auf normal stehen. Zweite Zeile. Dort fragt er, ob er die Zahl der Kommastellen anzeigen soll, die existieren, mit maximal 10 Kommastellen, oder ob er mal die gleiche Anzahl an Nachkommastellen anzeigen soll. Auch hier ist es sinnvoll, das Ganze auf Float stehen zu lassen. In der dritten Zeile werden die Optionen Radian oder Degree angeboten. Das sind Maße, mit denen man Winkel misst. Den meisten ist das Winkelmaß in Grad bekannt, von 0 bis 360 Grad. Es gibt aber auch das Bogenmaß von 0 bis 2 Pi. Das ist wichtig für alle Befehle, die mit Sinus, Cosinus, Tangens oder diesen entsprechenden Umkehrfunktionen zu tun haben. Vierte Zeile fragt er ab, ob er Funktionsgraphen anzeigen soll, was üblich ist in der Schule. Seltener kommen parametrische Kurven vor, aber auch Reihen können vorgezeigt werden oder Daten in Polarkoordinaten. Es bleibt normalerweise bei Funktionsgraphen. Fünfte Zeile. Wenn ein Funktionsgraph gezeigt wird, rechnet er einige Punkte aus. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zeigt er nur die Punkte an, die er auch ausgerechnet hat. Das geht unter Dot. Oder er verbindet die Punkte durch kleine geraden Stückchen. Das steht dann unter Connected. Habe ich mehrere Funktionsgraphen, dann kann ich entscheiden, ob die nacheinander errechnet werden, also sequential oder gleichzeitig simultan. Und die letzten beiden Sachen, da geht es um normale, reale Zahlen oder komplexe Zahlen. Und zu guter Letzt, ob er den Bildschirm eventuell splitten soll, also zum Beispiel links Befehle und rechts Graphen. Üblich bei dieser geringen Auflösung, die der Taschenrechner hat, würde ich auch empfehlen, bei dem vollen Bildschirm zu bleiben. Raus kommt man aus dem Einstellungsmenü wieder mit Second Quit. Und das war's. Tschüss.